So, Einsatzfreude noch auf 11. So, mal gucken, ob jetzt... Ja, okay, der ist zu jung. Zu jung. Muss man halt noch warten, bis er 18 wird. Ja, ist okay. Ach so, das meine ich. Ja, klar, es gibt ja immer so kleine Feinheiten auf jeden Fall. Okay, der ist schon sehr billig. Der wird sich bei uns wahrscheinlich nie durchsetzen können, aber wird auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall Geld einbringen. Ja, teilweise nervt mich das auch ja nicht, weil das macht, ist ja jetzt nicht logisch, ne? Die Spieler wechseln ja. In den seltensten Fällen sagen wir ja okay, aber in den seltensten nur. Ja, das ist halt, weiß nicht. Das muss wirklich der FM im nächsten Teil etwas verändern, weil das passt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. Nur weil die noch nicht 18 sind, wechseln die nicht? Oder so gut wie nie? Stimmt nicht. Meine Weltkarte? Meinst du jetzt bei mir im Trainerprofil? Ja, ist wirklich so, Janik. Das ist komisch, oder? Wo war das denn mal? Meine eigenen Scouting-Kenntnisse sind so, aber ich lasse ja immer meine Scouts irgendwo hin. Scouting. Wo sehe ich denn jetzt eigentlich meine Weltkarte? Ah, hier, ne? Immer Europa, bisschen Asien, also eher gesagt in dem Fall Russland, Südamerika. Eher nur Argentinien, Brasilien. Ich will jetzt eigentlich mehr noch scouten. Ich will komplett Südamerika. Aber habe gerade noch ein bisschen zu wenig. Vertrag läuft aus. Ja, das ist das ja genau. Ja, klar, das auch Bild. Ja, auf jeden Fall, dass du zum Beispiel jetzt schon Spieler kaufen kannst, aber erst die kommen erst in 2 Jahren und so weiter. Aber mittlerweile ist das halt wirklich so, dass wenn die Spieler nicht 18 sind, die können wirklich in einer Woche 18 werden. Die kommen nicht zu dir. Erst wenn die 18 sind, sagen die doch, ich möchte verhandeln. Ja, mittlerweile ganz gut, ne? Naja, was Scouting angeht, da versuche ich halt auch wirklich immer da gut unterwegs zu sein. Ich scoute häufig auch mal in Afrika, aber da kommt so selten etwas. Deswegen mache ich es auch nichts. Und auch in diesen Regionen hier passiert selten was in Asien, in den arabischen Ländern. Viel zu selten. Dann natürlich Europa, natürlich Südamerika, hier auch hin und wieder. Es sind halt große Nationen. Mexiko kann immer mal was Gutes sein. USA finde ich halt geil, wenn da jemand kommt. Echt, Jani? Ja, Skandinavien bin ich wirklich nie unterwegs, muss ich sagen. Klar, hier bin ich ganz gut. Trotzdem, was das Wissen angeht, der Scouts, aber ich scoute wenig in Skandinavien. Ich hatte wirklich, Janni, mal 2, 3 Scouts hier und da über ganz Afrika mal verschickt. Über 10 Jahre. Nichts. Nichts. Also nichts, zumindest für den BVB. Rasmus Hjøllund, ja, der ist auch krass. Der ist auch krass, ja. Wie gut ist der mittlerweile? Hier? Lund. Hä? Rasmus? Okay. Hey, Lund, stimmt. Hier ist er noch nicht so gut, aber ich denke, nach dem Winter-Update wird er auf jeden Fall schon viel stärker mittlerweile sein. So, aber jetzt erstmal hier das Wichtigste. Scale-Drop, 75 Minuten, kann wieder rein. Romario erstmal... Ja, doch, Finnweg kann noch nicht, dann soll Romario spielen. Ademi rechts, Tastatak. Lopez noch so lange es geht. Die zweite Mannschaft spielt auch heute. Schade, dann hätte ich Marc Scherer noch reingetan, aber so nicht.
Dann wollen wir beginnen. Pellegrino Matarazzo Trainer in Union. So viele lieben es, in Skandinavien zu scouten, ne? Was natürlich richtig ist, aber ich weiß nicht warum. Bei mir irgendwie. Mach es einfach nicht. Und ich glaube, dann ist auch vielleicht schlau, nicht ein einzelnes Land in Skandinavien zu scouten, sondern wirklich die Region Skandinavien, oder? Ja, bin ich. Nur der FCB, Ole. Ich denke mal, du bist auch Bayern-Fan, ne? Aber keine Sorge, bei mir darf jeder rein, egal von wem er Fan ist. Egal aus wessen Land. Moin, Mike. Ja, klar, es ist auf jeden Fall jetzt nicht die krasse Herausforderung wie andere Saves, aber ich mag halt es mit Top-Teams zu spielen, dort die krassesten Talente zu holen, etc., eine junge Mannschaft haben, Champions League zu gewinnen und so weiter und so fort, aber auch mit kleineren Teams hochzukommen, aufzusteigen oder kleinere Nationen zu haben, hochzuentwickeln. Also ich mag alle Perspektiven. Woanders wird man rausgeschmissen. Ach Quatsch. Also wenn irgendjemand dich rausschmeißt, nur weil du von einem Verein Fan bist, den man als Streamer nicht mag, ist ja ein bisschen. Ist nicht gerade nett, ne? Ich habe einige Stammzuschauer, die sind Schalke-Fan, also. Also alles gut. Und ich mag Schalke als Dortmunder. So, das war schon mit der ersten Halbzeit. Immer Prio Dänemark, Norwegen, okay. Also Schweden, ja gut, Finnland selten, aber Schweden nicht so. Javi Lopez ist nervös. Machen wir das mal so. Ja, viel, Mike. Also die machen jetzt mittlerweile teilweise wöchentlich Updates. Die haben jetzt mittlerweile auch die internationalen Wettbewerbe hinzugefügt. Ich zocke es zwar nicht, aber ich habe es ganz im Hinterkopf. Ich lese mir da alles mal durch. Boah. Super. Das stimmt, Bild. Am Ende, solange die Person nett ist, kann die sonst was gerne mögen. Ist mir doch egal. Habe ich nicht zu entscheiden. Also nur der FCB, Ole, du bist immer sehr herzlich. Auch bei den BVB-Fans, einem richtigen BVB-Fan, BVB-Mitglied, was ich bin, immer herzlich eingeladen. Auch mal hier zu gucken, wenn du Bock hast. Zu quatschen, worüber auch immer. Klar, immer. Also, wir können auch gerne über Bayern sprechen, über Probleme, Sachen, die dort falsch laufen, gut laufen, Dortmund, Meisterschaftskampf, alles ist doch alles scheißegal. Es ist nur Fußball. Hey! Der Kopfball wurde etwas interessanter als gedacht. Ich wundere mich, ich habe wieder hier meine Hand am Formel-1-Lenkrad. Deswegen ist die Hand immer so komisch fliegend. Ich finde, wir spielen super, Kappa. Uiuiui. Ey, das kann nicht wahr sein. Beide Tore. Erstens von Jordan und zweitens. Oh, Staube. Halleluja. Moin, Agariel. Wasser ist gesund. Ja, einen Moment. Ich habe hier Tee drin, aber für dich, ne? Das war für dich, Agariel. Mit sehr, sehr viel Liebe habe ich das geschlürft. Meins einfach auf einen Punkt ran.
Das stimmt, Bild, ja. Kannst ein Kommentar-Schlagwort zu unserer aktuellen Regierung sagen? Puh, jetzt wird sie politisch. Ich sag immer so, wir können ja auch gerne über Politik reden. Also, da habe ich auch kein Problem mit. Ja. Ein Kommentar-Schlagwort. FDP absolut pfui und zukunftsvernichtend, auch was umwelttechnisch angeht. Grüne habe ich persönlich gewählt und bin zufrieden, vor allem mit Habeck. SPD eher so, ja, die Mitte, die neutrale Mitte, die irgendwie gefühlt für mich wenig Charakter zeigt. Das ist jetzt nur ganz kurz alles gesagt, ne? Ich bin weder der große Politikexperte. Noch habe ich jetzt ja das einen großen Beitrag ausgeführt. Und das war ein super beschissenes Auswärtsspiel von uns. Bubadal! Mike. Puh. Keine Ahnung, also es ist ja im Early Access. Ich glaube, der Plan war irgendwie so Ende 24 so. Könnte auch ein bisschen jetzt wieder verschoben sein, also keine Ahnung. Ja, aber ob Dreck FDP oder so. Ich finde, dass die halt sehr viel falsch machen und auch sehr viel Unwahrheiten erzählen, vor allem jetzt, was deren Technologie-Publikationsergebnisse zeigen. Die lügen da ja häufig. Das wird ja häufig auch, kann man bei Twitter immer gut sehen, die FDP sagt, das muss so und so gemacht werden. Dann sieht man wirklich Publikationen von Leuten, die das komplette Gegenteil beweisen, aber die sagen, nö, wir machen das richtig so. Ja gut, aber trotzdem sind es 2-3% Rancho und das, was ein Land wie Deutschland auswirken auf den Rest der Welt, was technologisch angeht, plus politisch, also das ist jetzt vielleicht auf die Masse gesehen, sind es 2-3%, aber es hat viel mehr Auswirkungen. Und häufig wird ja China gerne genannt als großes Problem. China ist das Land, was in den letzten Jahren so unfassbar viel macht in dieser Hinsicht. Die werden die Ersten sein, die schaffen, die Klimaziele zu erreichen auf ihre Art und Weise. Die nicht super sind, aber die sind so totalitär, die schaffen das sowas von schnell. Ich hole mal Popcorn. Yeah! Nö, alles gut, Bild. Man kann ja diskutieren und jeder seine Meinung sagen oder wie er etwas sieht, ne? Ja gut, FCB Olli, ich bin jetzt auch kein Fan von Nintendo, aber wenn ihr jetzt eine Hochzeit auf Sylt machen will, soll er das machen. Aber klar, für mich ist die FDP auf jeden Fall aktuell das größte Problem, was wir in Politik Deutschland haben, von den Parteien. Hey, alle, meine Güte, meine lieben Zuschauer, also so politisch wurde sie noch nie. Ach Mann, was war das für ein Auswärtsspiel in Union, ne? Also wir haben nichts selbst geschafft herauszuspielen und beide Gegentoren waren natürlich unnötig vermeidbar, ja. Aber die Niederlage verdient. Ja, ich versuche mal das schon so zu regeln im Bild, dass es auf jeden Fall nicht folgen wird. Mike, was du gesagt hast zum Anstoß, ich glaube schon, dass es fertig wird. Es ist halt ein kleines Team. Ich habe da halt hier und da auch Kontakt zu dem Team, auch zu den Entwicklern. Die sind da schon mit Herzblut dabei. Die sind halt nur ein sehr, sehr kleines Team.
die hatten mal eine, weiß ich mal, das war irgendeine Grippephase oder so, und da waren halt so viele Leute krank, dass sie wirklich wochenlang einfach nichts machen konnten, weil die Leute krank waren. Ein riesen Entwicklerteam kann das schon eh ab, ne? Hab gesagt? Och nee, ich hab... Dein Ernst? Wir haben es abgesagt. Wir haben noch drei Heimspieler gegen Mainz. Jetzt wollen die es nicht. Ach so. Jetzt wollen die wahrscheinlich 100 Millionen gefühlt. Dann ist das so. Bisschen unnötig wieder, aber na gut. So, Parisi kommt rein für Lopez. Aber um es kurz runterzubrechen, auch aufs politische Thema, was ich nicht mag, wie bei allen anderen Themen auch, wenn gelogen wird und in der Politik werden Fakten als Fakten dargestellt, die keine Fakten sind, Klammern AfD und FDP, und das hasse ich halt. Ja, ansonsten kann jeder seine eigene Meinung, jeder Politiker kann seine eigene Meinung haben, wie eine Nation richtig funktioniert. Finde ich auch super, ist auch wichtig, ne? Aber wenn man etwas als Fakt deklariert, was per se einfach faktisch gesehen kein Fakt ist, das kann ich überhaupt nicht ab. Das ist gefährlich, dumm und das sozial mit einem A am Anfang. Mike auf der PS5? Ich glaube schon, weil da ist es ja ein bisschen abgespeckter. Also da ist jetzt nicht, gibt es jetzt nicht so viele Features. Also würde ich schon sagen, ja. Auf jeden Fall. Gio Wayne, 100 Millionen Marktwert. Halleluja, vielleicht sollst du ihn verkaufen. Nett umschrieben oder teilweise wirklich gelogen, ne? Ist ja wirklich so. Aber um Gottes Willen, ich bin kein großer Experte oder sonst was, ne? Ich bilde meine Meinung auch nur, indem ich jetzt, ich höre, was Person A sagt, also Politiker A. Dann kann ich hier und da, gibt es ja häufig Links und so weiter, wo man sich Publikationen angucken kann zu dem Thema, ob das stimmt, nicht stimmt, sagt er die Wahrheit. Ist es wirklich so, dass das und das besser ist für die Umwelt oder für Klima? Und dann sieht man da, ja, er sagt die Wahrheit oder nein, er redet kompletten Bullshit. Er lügt, wirklich lügt und blockiert damit einfach wichtige Ziele der Zukunft. Und dann bilde ich mir meine Meinung. Mehr mache ich nicht. Bürger in Wutaufschlag 10%. Ja gut, im Osten gibt es halt leider so einige Probleme, ne? Was das angeht. Mal gucken, wie es 25 sein wird, auf jeden Fall, klar. Aber was genau ist Bremen jetzt, dass die AfD wählen oder dass die jetzt unzufrieden sind mit der Regierung oder inwiefern meinst du jetzt? Oder wird es wirklich einfach nur, ich bin wütend? Reflexe 16, sehr geil, endlich. Ja, schnell, Kappa. So. Na, wobei, das muss man nicht.
Machen wir mal. Let's go. Wieder mit Gio Reyna im offensiven Mittelfeld. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, Gio Reyna zu verkaufen bei so einem Marktwert, ne? Ach, da ist ja der Agariel. Ach so, die Bürger in Wut sind praktisch das, was die AfD ist und dort ja verboten wurde. Ihr habt es irgendwie so halb mitbekommen, ja? Stimmt, in Bremen wurde ja irgendwie verboten. Ja, gut. Bürger in Wut. Allgemein, wenn ich es schon höre, Bürger in Wut, dann weiß ich direkt, um was für Leute es sich handelt. Das ist jetzt pauschal gesagt, ne? Aber häufig hat man das Gefühl, okay, es geht immer in diese eine Richtung. Die 18 geben? Ich mache jetzt eigentlich nie die Rückennummern. Ich mache immer, wenn jetzt die Rückennummerwahl kommt, einfach automatisch nominieren. Die Spieler kriegen, was die wollen. Mucki 1-0! Ja, Mann. Das stimmt, Bild, ja. Diese Reisen in den USA sind natürlich ein bisschen weit. Ey, Mainz einfach wieder. Es ist unglaublich, was Mainz in dieser Saison macht. Viper verkauft, Flick geholt, aber es läuft immer noch geil. Mit Johnny Burkhardt vor allen Dingen. Hat er so gesagt, bei welcher Typen von denen, okay? 11-0 Schüsse. Ja gut, stand jetzt sind die Bayern zu weit weg, auch wenn die gewinnen. Gemini Nerdy Alex, Dankeschön für dein Follow. Ihr seht es gerade, wird gerade noch nicht angezeigt. Gibt auf jeden Fall schon mal ein Herzchen. Dankeschön. Oder du hast mir schon mal gefolgt. Kann auch sein. Auf jeden Fall. Dankeschön. Warum auch immer das gerade nicht angezeigt wird. Parisi Ademia. Fast durchgesetzt. Elfmeter. Elfmello. Ich bin schon auf jeden Fall zufrieden, vor allem mit ihm, weil er es gut durchsetzen kann und unglaublich geile Pässe spielt. Allerdings schießt er noch kaum Tore. Ich habe ihn jetzt aber erst in dieser Saison. Mucki! Ja, gut, FCB Oberhole, das sind Spekulationen. Gut. Spekulieren kann jeder für sich selbst, wie was wo ist. Ne? Ja, also der macht einige gute Scorerpunkte auf jeden Fall, aber ja, die Torausbeute könnte noch besser werden. Ich bin gerade dabei, nur das Physische bei ihm zu trainieren, weil er auf jeden Fall nachlegen muss. Mal gucken, was dann noch so wird. Vielleicht macht er ja diesen Freistoß rein, das wäre ganz geil. Er macht den wirklich rein. Herr Bild, fragt nochmal, wie ist Skill finde. Vielleicht macht er nochmal eine Bude. Aber zum Thema Russland muss ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Gibt es ja bei ARD diese Sendung, wo russische Reporter, die im Exil leben müssen, weil die verscheucht wurden aus Russland, wirklich zeigen, was in Russland in den Medien alles gesagt wird. Also, da kannst du dir nicht vorstellen. Ich saß da wirklich mit meiner Freundin und hab ich geguckt und ich denke mir so, haben die das gerade wirklich? Meinen die das? Also wirklich, die sagen da Sachen, was im Westen der Welt passiert,
Das kann man sich einfach nicht vorstellen, oder? Du guckst dir das an und denkst, so dumm können Menschen nicht sein. Das ist unfassbar. Aber, ach Mann, gut. Aber da sind Themen. Ne? Es ist schon fast eine Komödie. Du guckst die Folge und du lachst. Du denkst, das ist nicht euer Ernst. Ihr denkt das nicht wirklich. Worum es da geht, das sind so Themen. Am besten auch nicht in den Chat reinschreien, damit es keine Probleme gibt. Ne? Guckt euch das lieber an. Andernfalls könnt ihr das wirklich nicht glauben. Und direkt für den Wechsel. Moin Sam, wie geht's? Romare wunderschön auf Mucki. Schade. Die sind schon ein gutes Duo, muss man sagen. Die sind schon ein cooles Duo. Duo, Duo, Duo. Heie. Na, ich würde die Nacht nicht durchmachen. Muss morgen arbeiten. Weiß ich gerade nicht, was du meinst, FCBOD. Mucki! Ah, war wieder zu laut. Mach noch meine Freundin wieder wach und dann schreit die mich wieder an. Entscheidung. Ja, das stimmt, Agariel. Aber gut, viele ältere Personen vor allen Dingen haben natürlich jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit, Internet zu benutzen, ne? Guter Schuss, aber es ist halt auch mit der heutigen Technik auch schwerer, Fake News herauszufinden. In den Knast der Liebe. Ich habe leider nicht gesehen, wo Romario steht. Nicht im Abseits auf jeden Fall. Aber was ist daran schlimm, FCB Ole, dass der Präsident Wurzeln dort hat? Soll er doch haben. Was ist das Problem? Ja gut, da sind viele Argumente, die wirklich am besten, wir können das jetzt hier in so einem Stream natürlich nicht klären, aber ja. Jeder mit einem gesunden Menschenverstand weiß, dass das Schwachsinn ist, was dort erzählt wird. So, wir haben 4 Punkte Vorsprung. Moin Zockerdoggy. Mainz hat dann doch noch verloren. 0-0-0. Zweite Mannschaft ist ein bisschen hier am Wackeln. Boah, sehr geil. Schnelligkeit, Beweglichkeit. Antritt noch ein bisschen erhöhen. Kommt vielleicht Schnelligkeit 13, Antritt 13 auch noch möglich. Alles möglich. Mucki mit einem Dreierpack. Kann wirklich noch hier, ja, Lewandowskis Rekord brechen. 7 Tore, schwierig. Mal gucken. Josip Sutalo, kann man noch weiter scouten. Roger Lopez. Oh.
Leck mich am Arsch, ist egal. Naja, das stimmt, Doggy. Ich werde ihn zur nächsten Saison auf jeden Fall hochholen. In die erste Mannschaft. Oh. Mm. 3-, als ob. Oh. Auch gut, ja. Oh. Ja, Halleluja. Boah, wenn du 18 bist, ne? Ich werde sofort ein Angebot machen. Mm. Carioca. Gerstad mental krass. Luis Moral. Ah, stimmt, ich wollte ja noch die ganzen Spieler von Ajax mir anschauen. War, glaube ich, Janni, der das gesagt hat. Kimizu Ikenoya. Etwas zu langsam eigentlich, ne? Wäre auch jemand gut für die Mitte, würde ich sagen. Ah, Team möchte zu wenig. Ich hatte die Frage, soll man da ihn kaufen oder nicht? So, einmal zack. 20 Spieler scouten. B-Mannschaft. Zack. 30 Spieler. Und hier so die Jugendspieler, ja, wobei da ist nichts. Behalte ich mal im Auge. Achso, du warst das, okay. Ja, ich dachte, das wäre Janni FIFA. Ja, der ist auch gut, ne? Aber auch teuer und hat kein Interesse. Ivan Pelay. Hinten links. Nur da haben wir halt Marc Scherer und in der Jugend noch jemanden. Yakubu Adu. Kann man behalten. Ein Äuglein. So bedingt. Das ist ein Innenverteidiger, ja. Aber. Entscheidungen. Mut, Nervenstärke, Übersicht, Technik passen, Ballername. Für ein Ballspielen etwas zu viel. Was mir da so fehlt, ne? Würde ich mal sagen. Na gut, wir gehen jetzt vor bis zum Spiel in Hoffenheim. Und erstmal sagen, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war's dann. Wir sehen uns morgen wieder auf Twitch. Geht's noch weiter? Ihr wisst ja, das ist eine Abmoderation für die YouTube-Folge. Macht's gut. Bis dann. Ciao, tschüss, euer Dento.